So, da sind wir wieder pünktlich zur Efflingseinlieferung. Gucken wir, was heute für Leute ankommen, ne? Hier sieht aus wie Oprah. Waterhouse. So, dann kommen sie rein. Oh, hier wird gerade jemand behandelt. Trägt sie eine Sonnenbrille? Oh ja, stimmt, wir müssen uns um die Heizung kümmern, fällt mir gerade auf. Familie ist gerade das stärkste Bedürfnis. Familienhygiene. Müssen noch gucken, dass es unseren Leuten gut geht. Wir sollten auch langsam mal für die was tun. So. Ja, okay, ja, bauen sie auch schon fleißig. Oh, ich sehe gerade, wir brauchen noch ein paar Wachen. Ja, ich gucke hier gerade los ein bisschen rum, weil wir gerade ein bisschen warten müssen, was noch so an Kleinigkeiten zu tun ist. Weil das dauert jetzt eine Weile, bis die das alles abgebaut haben und den Raum gebaut haben. Solange bringt es nichts, wenn ich hier weiter. Na gut, es könnte schon jetzt hier noch schon mal die Gänge bauen. Warum? Die machen ständig die Duschen kaputt. Das ist doch so zum. Ist das nervig, ey? Lasst euch behandeln. Psychiatrische Behandlung, ja, das habe ich auch schon mal mitbekommen. Das ist heftig, dass hier so viele Leute diese Behandlung brauchen und man so viele Termine braucht für diese Beratung. Ich könnte natürlich in der Tagesordnung das ein bisschen so ausdünnen und noch mehr Termine geben, zumindest dem psychisch Kranken noch mehr Termine geben. Ein paar Bäume hier verkaufen. So, hier ist so ziemlich alles fast gebaut, außer ein paar kleine Sachen. Dann könnten wir ja schon mal hier die Wände einreißen, weil die schlafen eh alle gerade. Ich hoffe, dass sie natürlich noch bis dahin fertig werden. Und jetzt alles fertig. Ne, einer fehlt noch. Aber der kommt gerade. So, es müsste nach und nach alles fertig sein. Nummer 1. Nummer 2. Und der große Raum. Nummer 3, sehr gut. Jetzt haben wir schon mal das verbunden. Sehr gut, dann lassen wir überlegen, was wir zuerst darüber bringen. Kantine und Küche. Weiß ich nicht. Dusche, Krankenstation. Ja, also Dusche, Krankenstation sollte man schon langsam darüber bringen. Aber nee, das mache ich erst, wenn ich Kantine und Küche drüben habe. Das heißt, es bleibt noch ein Schlafsaal, muss irgendwo noch hin. Den hätte ich gerne irgendwo da oben, muss ich ehrlich sein. 30.000 muss ich jetzt leider nochmal ausgeben. Okay. Oh, wir haben schon eine ordentliche Größe mittlerweile. Einmal Planung. Ich versuche mal ein bisschen rum zu planen. Also so stelle ich mir ungefähr erstmal den groben Plan vor. Also hier der Trakt wird so noch erweitert auf das hier, dann kommen hier immer Duschen dazwischen. Oder dann kommen in die Gänge, können hier runtergehen zur Kantine. Das soll die Kantine werden, das ist die Küche dazu. Die wird dann auch noch erweitert nach da drüben. Und hier sind immer die Gänge, aus denen man dann halt immer aus der Kantine rauskommt und dann sich verteilen kann, je nachdem, wo man hingehen möchte. Nach dem Essen will ich das auf jeden Fall so planen, dass hier nicht mehr der Hof kommt, sondern der Hof vorm Essen ist. Und dass die nach dem Essen dann halt direkt zur Arbeit gehen. So, bei der Gelegenheit habe ich gleich mal den Plan angepasst. So, die psychisch Kranken werden dann auf jeden Fall
nicht gleichzeitig mit den Leuten halt immer essen oder duschen oder sonst irgendwas. Das vermeidet halt auch ein bisschen Stress zwischen denen. Das ist, denke ich mal, schon mal okay und gut. Und ja, guck mal, wie es läuft, können wir immer noch anpassen. Und dann fangen wir an, mal hier langsam umzubauen. Ich würde jetzt sagen, dass Kantine schon mal gebaut werden kann. Kostet natürlich ein bisschen was. Haben jetzt kaum noch Kohle, aber wir kriegen ja durch das Holz hier ein bisschen was zurück. Das kann ich auch gleich mal verkaufen. Gucken wir mal, wie viel das kostet. Das machen wir jetzt mal zusammen. Wie viel das zurückbringt, meine ich nicht, wie viel das kostet. Haben wir 8000 zurückbekommen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ui, die nächsten Häftlinge kommen auch gleich wieder. So ist, da kriegen wir auch nochmal 12.500. In der Zwischenzeit werde ich hier schon mal die Wände ziehen. Mist, habe ich mich jetzt hier um einen verschätzt. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ah nein. Ach. Ach, das war doof. Hier sollte das doch. Da geht der Gang nach oben. Wir haben einen mit hoher Sicherheitsstufe. Warum das denn? Kommt der denn her? Haben wir doch gar nicht hier drin. Wahrscheinlich irgendwie aufgestiegen, weil er Blödsinn gemacht hat. Ach, das ist die schon wieder. Süchtig nach Heroin. Ja, super. Macht keinen Ärger. Ja, langsam wird es hier auch eng. Aber die Statuse von den. Ja, bei der ist ein bisschen dies sehr labil. Aber ansonsten allgemein sind die ein bisschen runtergegangen. Vorhin waren noch alle recht orange und so. Und jetzt sind schon einige gelb. Ja, ich befürchte aber langsam. Ja, hier 22 in Warteschlange. Oh, ich kann. Ich kann noch mehr reinpacken. Boah, die sind echt teuer, muss ich sagen. So, hier kommen sie auch ganz gut voran. Ich mache jetzt hier schon mal ein paar Schlafsäle hin, weil langsam kommen wir doch zu viele. Provisorisch kann ich, die baue ich auch wieder weg. Ist halt so, muss ich jetzt machen. Kann man nicht ändern. Kantine, die kleine, ist auch gleich fertig. So sieht so aus, als ob die gleich fertig ist. Bei der Kantine mache ich es auch so, dass ich hier einfach die Wände rausbreche. Da kommen keine Türen extra rein. Ich riegel die nicht ab. Die bleibt einfach immer geöffnet. So, und sehr gut, fertig. Und die große Kantine ist damit jetzt gebaut. In der Kantine werde ich es auf jeden Fall mit dem Licht anders machen. Da werde ich diese hier benutzen. Vielleicht lasse ich mir was Schönes mit der Kantine einfallen, wie die aussehen soll. Warten wir es mal ab. So, hier kommen die Wände noch hin. So und so. Die Planungswände, die waren Mist, die kommen wieder weg. Als nächstes bauen wir die Dusche auf jeden Fall dran. So, sehr gut. Dann haben wir die Schlafsäle hier auch fertig gebaut. Müssen wir jetzt nur noch einrichten. Die brauchen Etagenbetten und Toiletten. Jetzt gedacht. Jo, jetzt neigt sich das Kapital auf jeden Fall dem Ende zu für die Schlafsäle. Ich denke mal, für Lampen reicht es noch.
So, ja, dann haben wir auf jeden Fall einiges geschafft in der Folge. Wir haben die fette Kantine hier gebaut. Wir haben grob geplant, wie wir es weiterführen wollen. Jetzt fangen wir langsam an, das alles rüberzusetzen. Mit der Kantine habe ich ja schon den ersten Schritt gemacht. Den zweiten Zellentrakt haben wir gebaut, die Schlafsäle hier. Haben wir auf jeden Fall gut was geschafft. Und die haben sich ja eingesperrt mal wieder. Top Jungs. Also, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen, lasst ein Abo da und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ciao.